der bringt ordentlich Lebenskraft. Aber nicht umsonst. Ah ja, es läuft ja so auf dasselbe Prinzip raus, ja? Ähnlich aufgebaute Stadt, selbes Problem. Mehr oder weniger. Nur, dass das eben halt die Bösen sind. Oder eher die Gegner. Ob sie böse sind, weiß ich nicht, aber... Sagen wir einfach mal die Gegner. Einigen wir uns darauf. Die Tür ist schön gemalt, die ist nicht echt. Au! Ein Läufer. Aua. So. Bist du nicht mehr so läufig, wa? Ihr wisst ja, liebe Leute, ich bin berühmt-berüchtigt für meine schlechten Wortwitze. Das habe ich mir gedacht. Wir müssen das Wasser hier irgendwie ansteigen lassen. Wahrscheinlich, um darüber zu kommen. Nee, es ist eine andere Vorgehensweise hier. Ich habe nicht gehört, das ist doch anders aufgebaut. Wir müssen uns unter Wasser fortbewegen, so wie es aussieht. Das war klar. Irgendwas Mieses musste noch kommen. Aber sonst wäre es ja auch zu einfach. Au. Sehr schön. Diesmal rennt uns kein Bauer über den Weg. Ist richtig cool gemacht. Und alles, was vorher schwarz war, ist hier rot. Ich wollte gerade sagen, einschließlich des Wassers, so wie es aussieht. Ah ja. Das ist fies. Okay. Ist ein Gegner drin? Nö. Okay. Schon mal ganz gut für den Anfang. Oh, jetzt haben wir zwei Würfel. Okay. Ich bleib aber gerade gerne mal bei meinem Crockett-Schläger. Weil der ist nämlich gar nicht so schlecht. Gerade gegen die Schachfiguren ist er nicht schlecht. Wir sind zu spät. Wir sind zu spät. Jetzt wissen wir auch, warum die Figuren im Minispiel nicht schwarz-weiß sind, sondern weiß-rot. Ist auch mal gut zu wissen. Das ist auch eine Andeutung gewesen auf den Vorgänger. Ach, da oben treibt sich so ein mieser Möchtegern-Bischof rum. Ich verstehe schon. Kleine Drecksau. Bloß nicht direkt mitkämpfen. Ja, ja.
Und jetzt haut er ab. Oh, ne, zwei von denen. Ja, der Bischof, der ist gemein. Der ist echt gemein. Ich überspringe die Szene mal. Wir wissen ja, dass sie enthauptet wurde. Ach, Mann. So. Der eine ist direkt auf mich draufgesprungen, ne? Nett. Ja, manchmal könnt ihr auch abwehren. Okay. War jetzt eigentlich schwachsinnig, aus nächster Nähe eine Nahkampf, eine Fernkampfwaffe zu benutzen, aber okay. Komme ich da hoch zu ihnen? Nee. Ach, Mensch, alles. Kommen wir nicht hoch. Scheiße. Gut, dann gucken wir mal. Sollen wir mal die Waffe probieren gegen die? Gut, dann probieren wir die mal. So, der eine ist schon mal tiefgefroren. Scheiße. Dann ebenso. Auch gut. Es funktioniert wenigstens. Damit die Herren mal einen kühlen Kopf bewahren. Wir müssen da runter. Was ist das denn? Das ist doch bestimmt eine Falle. Richtig schön löchrig, wie ein Schweizer Käse. Auch toll. Und da können wir nicht durch, habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht warum, aber es sieht gerade übelst nach Bosskampf aus. Das habe ich mir gedacht. Ist ein Bosskampf. Das ist ein Bosskampf, Freunde. Der dritte. Da haben wir zwei Bosskämpfe in einer Session. Wow. Alter. Yeah.
Ach Mann. Direkt hinter uns waren Lebensdings. Das machen wir nochmal. Komm. Den machen wir platt. Die alte Sau. Den machen wir platt. Komm. Hat er was anderes eingesetzt. Wir machen auf jeden Fall Schaden, weil sonst würde er die Technik nicht schon einsetzen. Das scheint so eine Art Rage-Technik zu sein. Oh. Schade, dass der Gegner, dass er immer automatisch gleich die Waffe wechselt. Statt die erstmal so zu lassen, wie sie ist. Also Nahkampf ist bei denen definitiv nicht ratsam. Dead. Spiegelbild. Ja, da hat uns einfach mal der Hutmacher niedergeschlagen. Was sagt man denn dazu? Oder wir sind kurz in der Realität, im Irrenhaus. Das kann natürlich auch sein. Ja, das sind wir auch. Du musst immer in die richtige Richtung schauen. Ganz gleich, welche Richtung du wählst. Da stolpern wir glatt von einer Katastrophe in die nächste. Okay, die tun uns nichts. Liebe Leute, ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmesession finden wir dann heraus, was hier eigentlich los ist. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt American McGee's Alice. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.